Es war einmal ein wunderschönes Schloss in einem weit entfernten Land. In diesem traumhaften Schloss lebte eine wunderschöne Königin. Die Königin hatte nur einen Herzenswunsch, und das war, eine kleine Tochter zu haben. An einem kalten Wintertag, als die Königin am Fenster saß und nähte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger. Sie wischte das Blut mit einem Stück Baumwolle weg und äußerte einen Wunsch. Ich wünsche mir eine Tochter mit Haut so weiß wie Schnee und Augen, die so strahlen wie Juwelen, mit Lippen so rot wie Blut und einem Herz voller Freude und Liebe. Eines Tages wurde der Wunsch der Königin wahr und sie gebar ein wunderschönes Töchterchen. Sie nannte das Kind Schneewittchen. Die Jahre vergingen, aber das Glück sollte nicht lange anhalten. Die gute Königin wurde bald krank und verstarb. Nach einer Weile wurde der König alt und schwach, also beschloss er, wieder zu heiraten. Die neue Königin war schön, aber sie hatte ein kaltes Herz. Sie war eine arrogante und rachsüchtige Frau. Jeden Tag schaute die Königin in ihren magischen Spiegel und fragte: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und der Spiegel antwortete: Frau Königin, ihr seid die Schönste im ganzen Land. Und die Königin war erfreut über die Antwort. Mit der Ankunft der bösen Königin begann alles im Schloss sich zu verändern. Wegen ihrer boshaften Machenschaften verfiel das Königreich in große Unruhe. Um diese Unruhen zu besänftigen, musste der König das Schloss für eine Weile verlassen. Die böse Königin war darüber sehr erfreut. Jetzt, wo der König fort war, konnte sie tun und lassen, was sie wollte. Die Jahre vergingen schnell und Schneewittchen wuchs zu einer schönen jungen Frau heran. Nicht so weit vom Schloss entfernt, sah ein Prinz plötzlich Schneewittchens Abbild in dem Fluss, aus dem er trank. Er sah sich um, aber konnte niemanden sehen, außer den Vögeln über seinem Kopf. Eines Tages stand die Königin wieder vor ihrem magischen Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Der Spiegel antwortete: Naja... Tut mir leid, meine Königin, aber Schneewittchen ist die Schönste im ganzen Land. Die Königin war außer sich vor Wut, als sie dies hörte. Sie rief nach ihrem Jäger und gab ihm einen schrecklichen Auftrag. Gehe mit Schneewittchen in den Wald und bringe mir ihr Herz. Die Soldaten brachten Schneewittchen zur Königin. Willkommen, Schneewittchen. Ich dachte, dass du dich im Schloss vielleicht langweilst. Geh doch etwas frische Luft im Wald schnappen. Keine Sorge, mein bester Jäger wird auf dich aufpassen. Der Jäger führte Schneewittchen tief in den Wald. Er musste den Befehl der Königin ausführen. Aber als er sah, was für ein gutherziges und liebevolles Mädchen Schneewittchen war, konnte er es nicht übers Herz bringen. Er sagte ihr, sie solle weglaufen und nie wieder zum Schloss zurückkommen. Als die Sonne unterging, ließ er sie im Wald und lief zum Schloss zurück. Schneewittchen hatte Angst ganz allein im dunklen Wald. Sie setzte sich unter einen Baum und begann zu weinen, bis sie schließlich einschlief. Am Morgen wachte Schneewittchen zum Zwitschern der Vögel auf. Viele freundliche kleine Tiere umgaben sie. Die Tiere kannten und liebten ihre Prinzessin und zeigten Schneewittchen den Weg. Sie brachten sie zu einem Hause. Es war winzig klein und niedlich wie die Tiere selbst. Zögerlich öffnete Schneewittchen die Tür.
alles in dem Haus war winzig und es war sehr unordentlich. Schneewittchen konnte sich nicht vorstellen, wem ein solch sonderliches Haus gehören konnte. Aber sie wusste nicht, wo sie sonst hingehen sollte. Also begann sie, das Haus aufzuräumen. Nachdem sie das Haus aufgeräumt hatte und alles blitzeblank war, kochte Schneewittchen mit den winzigen Küchenutensilien etwas zu essen. Wie alles andere waren auch die Betten in dem Haus extrem klein. Aber Schneewittchen war so müde, dass sie auf der Stelle einschlafen wollte. Sie sorgte sich nicht, dass ihr dort etwas geschehen würde, also schob sie zwei Betten zusammen und legte sich auf ihnen schlafen. Am Abend kamen die 7 Zwerge, die Bewohner dieses Hauses waren, von ihrer Arbeit in den Minen zurück. Als sie eintraten, waren sie sehr erstaunt. Das Haus war blitzeblank und alles war aufgeräumt und es roch nach leckerem Essen. Pimpel wollte die Suppe probieren, aber weil er so ungeschickt war, verschüttete er sie über den Boden. Der Chef versuchte herauszufinden, was vor sich ging. Was ist denn hier passiert? Wer hat all die Arbeit erledigt? Wenn ich etwas Schlaf bekomme, finde ich sicherlich die Antwort, sagte Schlafmütz gähnend. Die 7 Zwerge gingen die Treppe hinauf. Als sie das Schlafzimmer betraten, trauten sie ihren Augen nicht. Das schönste Mädchen, das sie je gesehen hatten, lag dort auf ihren winzigen Betten. Schneewittchen erwachte von dem Lärm und sprang aus dem Bett. Sie blickte in die 14 Augen der Zwerge, die sie anstarrten. Schließlich sprach sie zögerlich. Mein Name ist Schneewittchen. Es tut mir leid, dass ich euer Haus betreten habe. Ich will euch nichts Böses. Na, das ist uns wohl klar. Sonst hättest du wohl kaum unser Haus aufgeräumt und für uns gekocht, antwortete der Chef. Er stellte ihr die Zwerge vor. Wir sind die 7 Zwerge. Das sind Happy, Brummbär, Seppel, Hatschi, Pimpel und ich bin der Chef. Und das ist Schlafmütze. Schneewittchen freute sich, dass sie jetzt 7 neue Freunde hatte. Sie erzählte den Zwergen alles, was ihr passiert war. Die Zwerge hatten Mitleid mit ihr. Sie baten sie, bei ihr zu bleiben. Schneewittchen war einverstanden. Sie blieb bei den Zwergen und half ihnen mit der Hausarbeit. Sie hatten frohe und glückliche Zeiten zusammen. Aber ihr Glück sollte nicht lange anhalten. Eines Tages fragte die Königin ihren Spiegel wieder die gewohnte Frage. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Die Antwort war die gleiche wie vorher. Tut mir leid, meine Königin, aber Schneewittchen ist immer noch die Schönste im ganzen Land. Die Königin dachte, dass Schneewittchen tot sei. Sie wusste nicht, dass der Jäger ihr das Herz eines Rehs gebracht hatte, anstelle von Schneewittchens, und beschloss, den Job selber zu Ende zu bringen. Es war ein neuer, glückerfüllter Morgen im Hause der Zwerge. Schneewittchen verabschiedete die Zwerge mit je einem Kuss auf die Wange. Wie jeden Morgen warnte sie der Chef. Vergiss nicht unsere Regel. Wenn ein Fremder an die Tür klopft, wenn wir nicht daheim sind, mache nicht auf. Natürlich, Chef. Kommt nicht zu spät nach Hause, meine Lieben. Als Schneewittchen das Abendessen vorbereitete, hörte sie, wie jemand an die Tür klopfte. Sie erwartete die Zwerge nicht so früh wieder zurück. Wer ist da? Chef, seid ihr das? Von draußen hörte sie eine alte Frau sprechen. Ich will nichts Böses, mein liebes Mädchen. Bitte lass mich ein. Schneewittchen blickte durch den Spion und sah eine arme, alte Frau draußen stehen, die ganz harmlos aussah. Also öffnete sie die Tür.
Oh, mein schönes Kind. Ich bin eine arme, alte Frau. Ich wäre dir für einen Teller Suppe auf ewig dankbar. Schneewittchen ließ die alte Frau ins Haus und machte ihr einen Teller Suppe. Danke, mein Kind. Ich habe kein Geld, aber ich habe einen wundervollen, reifen Apfel für dich. Nur ein Biss wird dir himmlisch schmecken. Schneewittchen war neugierig und nahm einen Biss von dem Apfel. Aber sobald sie den Apfel in den Mund nahm, wurde sie ohnmächtig und sank zu Boden. Die alte Frau war niemand anders als die böse Königin in einer Verkleidung. Und der Apfel war nicht himmlisch, sondern vergiftet. Nur ein Biss war genug, um Schneewittchen in einen Schlaf zu versetzen, aus dem sie nie wieder aufwachen sollte. Als die 7 Zwerge nach Hause kamen, fanden sie Schneewittchen auf dem Boden liegen. Der Chef fand den Apfel mit dem Bissabdruck. Der Apfel muss vergiftet sein. Das muss das Werk der Königin sein. Schneewittchen war so schön, sogar wenn sie schlief. Also legten die Zwerge sie in einen Sarg aus Glas, mit den wertvollsten Steinen besetzt. Und sie stellten ihn auf einen Hügel, wo alle ihre Freunde sie sehen konnten. Eines Tages kam der Prinz in den Wald, in dem Schneewittchen schlief. Schneewittchens Freunde zeigten ihm den Weg und brachten ihn zu dem Sarg aus Glas, in dem sie lag. Der Prinz traute seinen Augen nicht. Die schöne Prinzessin, die er einmal in dem Fluss gesehen hatte und die ihm immer wieder im Traum erschien, lag direkt vor ihm. Er öffnete den Sargdeckel und küsste Schneewittchen. In diesem Moment passierte etwas Magisches. Die Liebe des Prinzen brach den Fluch der Königin und Schneewittchen öffnete ihre Augen. Zur gleichen Zeit hörte der König, was seiner Tochter widerfahren war. Er zerbrach den magischen Spiegel und verbannte die Königin aus seinem Königreich. Schneewittchen konnte endlich ins Schloss zurückkehren und war mit ihrem Vater vereint. Sie und der Prinz hatten eine wundervolle Hochzeit. Der König, Schneewittchen, der Prinz und die 7 Zwerge lebten glücklich zusammen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Es war einmal ein junges Paar in einem weit entfernten Land. Sie hatten keine Kinder, aber sie wünschten sich so sehr eine kleine Tochter. Nach kurzer Zeit erwartete die junge Frau ein Baby. Eines Tages, als sie aus dem Fenster sah, sah sie einen wunderbaren Salatgarten nebenan. Von diesem Moment an konnte sie an nichts anderes mehr denken, als diesen Salat zu essen. Ich sterbe, wenn ich diesen Salat nicht essen kann. Die junge Frau verlor ihren Appetit und nahm sehr viel Gewicht ab. Bis eines Tages ihr Mann so besorgt um sie wurde, dass er ihr versprach, er würde ihr etwas von dem Salat besorgen. Mach dir keine Sorgen, mein Schatz. Ich werde dir den Salat holen. Aber du weißt, es ist gefährlich. Das Haus nebenan gehörte der mächtigen Hexe. Und der Garten war von hohen Mauern umgeben, die niemand zu durchdringen wagte. Der Mann nahm alle seine Kraft zusammen und kletterte über die Mauer. Er ging in den Garten und pflückte eine Handvoll Salat. Seine Frau aß den Salat voll Genuss und fühlte sich schnell etwas besser. Aber leider war eine Handvoll nicht genug für sie. Am folgenden Tag ging der Mann wieder zum Garten zurück. Aber dieses Mal erwartete ihn die Hexe schon. Wie kannst du es wagen, in meinen Garten einzudringen und meinen Salat zu stehlen? Meine Frau ist schwanger und schmachtet nach ihrem Salat. Du hättest mich einfach um Erlaubnis bitten können. Wir haben alle Angst vor ihnen. Ich dachte nicht, dass sie es erlauben würden. Vergeben sie mir. Dir vergeben? Ich werde dich bestrafen.
Wenn meine Frau den Salat nicht essen kann, wird sie krank und kann unser Baby nicht gebären. Bitte. Wie wäre es mit einem Deal? Du nimmst so viel Salat, wie du willst, unter einer Bedingung. Sobald dein Baby geboren ist, gibst du es mir. Voller Angst nahm der Mann den Handel an. Nach ein paar Monaten wurde das Baby geboren. Kurz danach kam die Hexe und nahm das Baby mit. Sie nannte es Rapunzel. Denn die Art Salat, die die Mutter so geliebt hatte, hieß Rapunzel. Die Hexe kümmerte sich gut um das kleine Mädchen. Als Rapunzel 16 wurde, war sie ein wunderschönes junges Mädchen geworden. Die Hexe schloss sie in einen großen Turm mitten im Wald. Aber der Turm hatte keine Treppe und nur ein kleines Fenster im obersten Stock. Die Hexe hatte niemals das wunderschöne, lange blonde Haar des Mädchens geschnitten. Wenn sie besuchen ging, rief sie ihr von unten zu: Rapunzel! Rapunzel! Lass dein güldenes Haar hernieder. Ich bin's, dein Mutterherz. Rapunzel ließ ihren langen, güldenen, geflochtenen Zopf herab durch das Fenster und die Hexe kletterte an ihrem Haar hinauf in den Turm. Dies ging so für viele Jahre. Eines Tages kam ein Prinz in den Wald, um zu jagen. Er hörte eine wunderschöne Stimme, die tief im Wald sang. La, 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 la. Ah. Was für eine wundervolle Stimme, dachte er und ritt mit seinem Pferd in Richtung der Stimme. Als er an dem Turm ankam, in dem Rapunzel wohnte, sah er sich nach rechts um und dann nach links. Aber er sah keine Treppe, um in den Turm hinaufzusteigen. Von der Schönheit der Stimme bezaubert, kam der Prinz jeden Tag zum Turm, aber fand keinen Weg, in den Turm zu gelangen. Eines Nachts, als er sich mal wieder dem Turm näherte, sah er die Hexe, die unten vor dem Turm wartete. Rapunzel! Rapunzel! Lass dein güldenes Haar hernieder. Ich bin's, dein Mutterherz. Rapunzel ließ ihren langen, güldenen, geflochtenen Zopf herab. Und die Hexe kletterte an Rapunzels Haar hinauf in den Turm. Am nächsten Tag, kurz nach Sonnenuntergang, ging der Prinz wieder zum Turm. Er verstellte seine Stimme. Rapunzel, Rapunzel, lass dein goldenes Haar hernieder. Ich bin's, dein Mutterherz. Zuerst hatte Rapunzel etwas Angst, da sie zum ersten Mal in ihrem Leben jemand anderes als die Hexe zu Gesicht bekam. Du bist nicht meine Mutter. Was willst du hier? Du brauchst keine Angst zu haben. Ich habe dich singen gehört und mich in deine Stimme verliebt. Ich wollte nur sehen, zu wem die Stimme gehört. Rapunzel gefiel, was der Prinz sagte, und sie hatte keine Angst mehr. Für eine Weile ging alles gut und die Hexe bemerkte nichts. Schließlich, eines Tages, hielt der Prinz um Rapunzels Hand an. Willst du mich heiraten? Rapunzel nahm den Antrag des schönen Prinzen voller Glück an. Aber Rapunzel konnte nicht aus ihrem Turm herausklettern.
Plötzlich hatte sie eine Idee. Der Prinz brachte ihr ein Stück Stoff mit, jedes Mal, wenn er sie besuchen kam. Rapunzel band die Stücke zusammen, um ein Seil zu knüpfen. Aber eines Tages machte Rapunzel einen großen Fehler und verriet sich aus Versehen. Mutter, mein Prinz klettert schneller als du. Welcher Prinz? Welcher Prinz? In diesem Moment erkannte die Hexe, dass etwas vor sich ging, und sie begann Rapunzel anzuschreien. Wie konntest du mich hintergehen? Ich wollte dich doch nur vor dem Bösen dieser Welt beschützen. Außer sich vor Wut schnitt die Hexe Rapunzels goldenes Haar ab. Und verbannte sie in eine weit entfernte Wüste. Am selben Abend wartete die Hexe im Turm auf den Prinzen. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar hernieder. Ich bin's, dein Prinz. Die Hexe ließ das Haar herab, das sie Rapunzel abgeschnitten hatte. Ahnungslos begann der Prinz zu klettern. Als er oben ankam und die Hexe anstelle von Rapunzel sah, ahnte er, dass etwas Schreckliches passiert war. Als die Hexe auf ihn zuging, stolperte der Prinz rückwärts und fiel vom Turm herab. Der Büsche am Boden überlebte er den Fall. Aber die Dornen stachen in seine Augen und er konnte nichts mehr sehen. Der erblindete Prinz stolperte durch den Wald. Mit Tränen in den Augen suchte er seine Rapunzel. Er ernährte sich von Pflanzen und Früchten, die er im Wald fand. Er lief so weit, dass er schließlich in der Wüste ankam, in die Rapunzel verbannt worden war. Und plötzlich geschah etwas Unerwartetes. Er hörte eine sanfte Stimme singen. Er erkannte sofort, wem die Stimme gehörte. Das ist Rapunzels Stimme. Er lief in Richtung der wundervollen Stimme und rief dabei: Rapunzel! Rapunzel! Rapunzel erkannte die Stimme ihres Prinzen. Mein Prinz! Sie rannte auf ihn zu. Mein Prinz! Endlich hatten sie sich wiedergefunden. Als sie ihn endlich wieder sah, umarmte Rapunzel ihren Prinz und weinte Freudentränen. Ihre Tränen tropften auf die Augen des Prinzen. Und plötzlich geschah ein Wunder. Und der Prinz öffnete seine Augen. Er konnte wieder sehen. Rapunzel war so glücklich, als sie dies sah. Zusammen reisten sie zum Königreich des Prinzen, wo die Menschen sie voller Freude empfingen. Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende.